Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte dir heute eine Problemlösung für diejenigen anbieten, die VirtualBox verwenden und in der VirtualBox dann Ubuntu laufen lassen. Und das Problem wäre jetzt folgendes: Wenn ich hier ein Bildschirmfoto machen möchte, klicke ich in den Dash, klicke hier Bildschirmfoto, verwende das hier. Und wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel ein LibreOffice-Dokument öffne und dann ein Bildschirmfoto machen möchte, habe ich die Schwierigkeit, dass ich hier mit der Möglichkeit, hier einen Screenshot zu machen, an und für sich das Fenster hier von LibreOffice oder auch andere Programme nicht aufgenommen bekomme. Ich bekomme immer nur den Desktop aufgenommen. Schauen wir mal, ob das wirklich stimmt, was ich sage. Den gesamten Bildschirm aufnehmen, klick auf Bildschirmfoto aufnehmen. Und wie du gleich sehen wirst, wird hier nur der Desktop aufgenommen. Und es kann natürlich sehr ärgerlich sein, wenn man eben mit der VirtualBox arbeitet, möchte man natürlich auch dann die Programme, die darin gerade laufen, dann auch wirklich verwenden. Dasselbe Problem haben, wenn man in der VirtualBox unterwegs ist, auch mit anderen Screenshot-Programmen, wie zum Beispiel dem Programm Shutter. Das ist ja sehr beliebt. Mache ich das einmal auf. Dann werde ich die gleiche Schwierigkeit haben. Ich wähle mir jetzt einen bestimmten Bereich aus. Es wird mir hier schon von vornherein nur der Desktop angezeigt. Drücke wieder Enter. Ja, und ich bekomme dementsprechend nur den Desktop angezeigt. Eine Lösung für dieses Problem besteht dann darin, dass man Ubuntu, nicht wie ich es hier habe, in der sogenannten 3D-Version ablaufen lasse, sondern es geht darum, 2D einzustellen. Dafür muss ich mal Ubuntu hier wieder herunterfahren. Meine VirtualBox. Das geht ja zum Glück alles recht flott. Und ich habe jetzt hier die, ja, hier ist meine VirtualBox Manager und hier die entsprechende Appliance, die ich gerade gestartet habe. Ich gehe jetzt hier auf Ändern. Dann bekomme ich hier das Fenster eingeblendet mit den entsprechenden Einstellungen zu meiner jeweiligen Betriebssystem, das ich hier laufen lassen möchte. Und wenn ich hier auf Anzeige gehe, siehst du schon, dass ich hier 3D-Beschleunigung aktiviert habe. Wenn ich das jetzt wegnehme und hier keine weitere Einstellung festlege und auf OK klicke und jetzt noch einmal Ubuntu starte, praktisch in der 2D-Version, ja, Ubuntu ist jetzt in der 2D-Version gestartet. Du siehst, ein Unterschied ist, dass ich hier zum Beispiel nicht so einfach hier die Symbole im Starter austauschen kann. Ist aber nicht ganz so tragisch, wenn ich eben dann hierher gehe und dann die Bildschirmversion, also Bildschirmfoto mir zum Beispiel machen lassen möchte, wird das funktionieren. Dazu starte ich wieder zuerst einmal LibreOffice weiter, um einfach irgendein Programmfenster geöffnet zu haben. Okay, und jetzt starte ich mir dann das Programm Bildschirmfoto, wähle mir jetzt hier einen bestimmten Bereich aus, klicke hierher. Wähle es mir aus und du siehst, ich kann dann auch wirklich mehr Dinge hier in der VirtualBox aufnehmen als nur den Desktop. Das wäre also eine Lösungsmöglichkeit für das Problem, wenn jemand Screenshots machen möchte und es wird nur der Desktop aufgenommen. In der VirtualBox bitte jegliche weitere Einstellungen wie 3D zum Beispiel einfach abwählen, neu starten die virtuelle Maschine und es funktioniert. Ich hoffe, damit geholfen zu haben.